Männer, ihr dürft die alle rückwärts gehen, da muss mal einer rausgehen. Geht zum Torwart. Scheiße! Jetzt hör doch mal auf, das ist doch zum Kotzen, ist das doch! Jawohl, Eddie! Diego, mach mit, Mensch! Human! Bleib hier aus, Eddie! Meine Fresse! Uwe Kliemann, der wortgewaltige Hertha-Trainer. Unentwegt auf Achse. Heiko, haltet doch mal den Ball. Kommt dem Ball richtig entgegen. Ja, pass da auf. Heiko, du musst auch, du bist Mittelfeldspieler. Der Diego macht die Arbeit für dich. Übrigens, wer erinnert sich nicht an den Spielerkliman? Einst so abgeklärt, ja fast phlegmatisch agierend. Heute dagegen... Und auflösen, auf! Geh, Eddie! Auf! Mit dem engagierten Uwe Kliman hat sich also bei den Berlinern auch wieder der sportliche Erfolg eingestellt. Und zu Hause im Olympiastadion ist die Hertha sogar noch unbezwungen. Mit Kliman kehrten aber auch die Fans zurück. Des Volkes Stimme. Wenn er noch weiter so macht, wir zappeln schon genauso wie er bald. Ja? 5 Minuten Ruhe. Wenn er 5 Minuten sitzen bleibt, kriegt er 20 Mark von uns. Schafft er nicht. Ganz große Klasse. Gott sei Dank hat Hertha dich endlich mal dazu besommen, einen Berliner Trainer zusammen und einer, der aus dem eigenen Verein kommt sogar. Also ich finde es sehr, sehr gut. Er hat die Jungs wieder Mut beigebracht, Kampf, die Jungs setzen sich ein, wenn auch die spielerischen Mittel fehlen. Sie haben manche Spiele wirklich aus dem Kampf und aus dem Einsatz gewonnen und das ist Kliemann sein Verdienst. Verdient hatte sich die Hertha auch die gleichfolgende 1:0 Führung. 18 Minuten waren gespielt, als ein Angriff der ganz in weiß gewandeten Wattenscheider vom neuen Hertha-Libero Ehrmantraut, übrigens bereits dem 4. dieser Saison, also als ein Angriff abgefangen und zum schnellen Konter genutzt werden konnte. Ein tolles Tor, eine Solistenleistung allererster Güte von Heiko Glöde. Sie sehen das hier noch einmal und etwas langsamer. Glöde, der damit seinen Saisontreffer Nummer 6 erzielt. Riesenfreude auf den Rängen und vor allen Dingen bei den Hertha-Spielern. Doch über das ausgiebige Jubeln vergaßen sie ganz das Weiterspiel. Schneller Anstoß der Ruhrpöttler und das noch schnellere Ausgleichstor durch Harald Kübler. Das alles, wie gesagt, noch in der 18. Minute. Was jedoch diese Hertha des Jahrgangs 84 wirklich auszeichnet, zeigte sich sogleich. Sie lässt sich von Rückschlägen dieser Art überhaupt nicht beeindrucken. Die Angriffe der Gastgeber rollten unaufhörlich und konnten oft nur mit Foulspiel gestoppt werden. Für diese Brutalität an Glöde sah Kapitän Tinnefeld sogar gelb. Und Kollmannsbergers anschließender Freistoß landete dann auf kuriosen Umwegen im Netz. Das 2:1 bereits 180 Sekunden nach dem Ausgleich. Und in der verlangsamten Wiederholung aus anderem Blickwinkel erkennen sie nur zu gut, dass dem Torschützen Klute Simon ein echtes Brusttor gelang. Unter Kliemann schrecken die Spieler also vor nichts mehr zurück. Der Trainer über seinen Arbeitsstil. Ja, naja, im Endeffekt ist es so, ich bin noch nicht allzu alt, ich bin noch nicht sehr lange aus dem Geschäft raus. Ich identifiziere mich mit der Mannschaft, versuche irgendwo ein Kumpel zu sein. Was natürlich bei mir nicht in ausarten kann, dass man mich hintergeht, darauf achte ich schon. Und die Jungs, die wissen mich zu nehmen, ich weiß sie zu nehmen. Wenn sie Scheiße machen, dann kriegen sie einen aufs Dach und wenn sie vernünftig sind, dann können sie mit mir jeden Mist machen. So was Ähnliches wie Mist gebaut hatte nach Meinung der 13.000 Hertha-Fans auch der Mann in Schwarz, als er nämlich in der zweiten Hälfte den Berlinern keine Gerechtigkeit widerfahren ließ. Erst nahm Wattenscheids giftiger Abwehrgnom Steger die Beine von Edmund Stör und nicht den Ball ins Visier. Schiedsrichter Miers war aus Hennigsen in Niedersachsen, hatte überhaupt nichts gesehen. Wir sehen es hier besser. Und dann riss wiederum Steger Herthas Torjäger Gregor Grillemeier von den Beinen. Unsere verlangsamte Version belegt, es war keine Schwalbe von Grille. Die Wattenscheider, durchaus gefällig und vor allem gefährlich spielend, hatten auch noch ihre Konterchancen. Vom Italiener Sergio Allievi gelangte das Leder zum eingewechselten Wulfmeier, doch Küglers Kopfball fand Hertha-Schlussmann Köpke auf und in der Höhe.
Kügler, der Gästetorjäger, hatte ja bereits seinen Treffer geschossen. Herthas Grillemeier aber war bis dahin noch leer ausgegangen. Die Nummer 11, der Berliner, hier noch untätig, sollte aber noch in Aktion treten. Doch der Reihe nach. Die 88. Minute. Werner Steger, erneut also Wattenscheids Nummer 7, säbelte Jörg Blüthmann um und wiederum per Freistoß wurde das 3:1 vorbereitet. Glöde zu Klute Simon, ein sensationeller Hackentrick und nun endlich war auch Grillemeier an der Reihe. Ganz lässig mit links sein 6. Tor. Und auch für Hertha der 6. Erfolg im 6. Heimspiel, dazu der 3. Tabellenplatz. Was wünscht sich ein Trainer da noch mehr? Ja, ein Axel Fischer, der wieder in Topform ist. Er hat heute schon bewiesen, was er für die Mannschaft wert sein kann. Sicherlich muss ich ihm Kompliment machen, der ja 6 Wochen nicht gespielt hat, erst seit 14 Tagen im Training ist und durch den Ausfall von Sören Skov quasi auch ins kalte Wasser geschmissen werden musste. Er hat seine Sache ordentlich gemacht, hat natürlich mir angezeigt, Herz tut weh, also Konditionsschwächen, aber das ist ganz normal. Im Endeffekt wünsche ich mir, dass die Verletzten alle bald wieder gesund werden, dass wirklich wieder echt es um die Plätze geht. Und dann glaube ich, dass wir am Ende der Saison optimistisch sein können. MSV Duisburg schlägt FC St. Pauli 3:1. Stuttgarter Kickers schlagen 1. FC Saarbrücken 1:0. SC Freiburg schlägt Blau-Weiß 90 Berlin 2:1. FC 08 Homburg schlägt den VfB Bürstadt 3:1. Hertha BSC, wie gesehen, schlägt Wattenscheid 09 3:1. 1. FC Nürnberg gegen Oberhausen 1:1. Ebenfalls sehen konnten sie Hannover 96 3:3 gegen Alemannia Aachen. Fortuna Köln schlägt Kickers Offenbach 2:1. Darmstadt 98 schlägt Union Solingen 4:2. Die Hannoveraner wird's freuen. Und Hessen Kassel schlägt den SSV Ulm 46 mit 3:1. Tabellenführer Hannover 96 mit 1 Punkt Vorsprung vor den punktgleichen Alemannia Aachen, Hertha BSC Berlin und Wattenscheid 09. Und wenn wir dann weiter nach unten gehen, müssen wir so langsam aber sicher unseren Nordvertreter, den FC St. Pauli, suchen. Und der ist Vorletzter mit 7:17 Punkten. Aber wenn Sie sich das Tabellenbild anschauen, auch dort unten ist alles eng beieinander. Von einer Vorentscheidung oder Ähnlichem kann mit Sicherheit nicht geredet werden.